So, herzlich willkommen zu Antöttings wunderbarer Welt der Fotografie. Zum zweiten Teil über die Blende. Ich erkläre euch heute mal, wo die Blendenzahl herkommt, diese komplizierten Zahlen. Dann erkläre ich euch, wieso die Schärfe nach vorne und hinten zunimmt. Dann werde ich euch auch noch erklären, wieso ihr etwas vorsichtig sein müsst damit, gerade mit diesen im Internet erhältlichen Kalkulierern, vorne und hinten, wo stelle ich meine Schärfe hin und wo ist dann wirklich scharf. Und dann versuche ich euch auch noch zu erklären, wieso das vorne schneller geht im Nahbereich als hinten. Gut, dann fangen wir mal an. So, ich habe das hier mal vorbereitet am Laptop und werde euch das jetzt mal zeigen. Wir haben hier eine Linse und Strahlen, die aus dem Unendlichen kommen, die sich hier dann in der Brennweite treffen. Das ist also die Brennweite vom vorderen Hauptpunkt, wie wir ja schon wissen aus dem ersten Teil, bis zum Brennpunkt, die Brennweite. Und hier haben wir die wirksame Öffnung, wo Licht eintreten kann. Und jetzt ist die Blendenzahl, ergibt sich aus der wirksamen Öffnung, also dieser Länge, durch die Brennweite dieser Länge. Und hier in dem Fall ist das Verhältnis genau 1:2. Das wäre also Blende 2, wenn die Öffnung so groß ist, bei dieser Brennweite. Gut, wenn wir eine größere Linse haben, bei derselben Brennweite, also wir haben wieder Strahlen, die aus dem Unendlichen kommen, die treffen sich wieder im Brennpunkt und die Brennweite ist wieder dieselbe wie eben, aber jetzt haben wir ein größeres Objektiv quasi, größere Linsen vorne, wo mehr Licht reinfallen kann. Und jetzt ist das Verhältnis der wirksame, also die wirksame Öffnung zur Brennweite, das Verhältnis, hier wirksame Öffnung zur Brennweite, in dem Fall 1:1. Das heißt, das wäre ein richtig, richtig lichtstarkes Objektiv, nämlich 1:1. Gut, rein theoretisch kann man auch noch größere Linsen bauen, macht dann meistens nicht mehr so viel Sinn, weil die Schärfentiefe dann sehr, sehr gering ist. Gut, ich hoffe, das ist soweit klar. Also die Blendenzahl ergibt sich aus der Größe der Öffnung im Verhältnis zur Brennweite. Die Brennweite ist immer konstant, aber die Öffnung ändert sich, wenn die abblendet. Dann wird die Öffnung kleiner und dadurch ergeben sich die Blendenzahlen. So, jetzt erkläre ich euch, wieso die Schärfentiefe beim Abblenden zunimmt. Das ist nicht in Wirklichkeit scharf. Eure Schärfenebene, auf die ihr scharf gestellt habt, bleibt eure Schärfenebene. Nur was passiert ist, dass die Unschärfen abnehmen, die werden kleiner. Und irgendwann sind diese Unschärfen so klein, dass man sagen kann, das ist scharf. Dazu muss man erstmal Schärfe definieren. Was ist überhaupt scharf für uns? Und Schärfe ist im Prinzip so definiert, dass wir aus einem Betrachtungsabstand von 30 cm eine Fläche, die kleiner ist als ein Zehntel Millimeter, nicht mehr als Fläche wahrnehmen, sondern als Punkt. Wir wissen alle, dass es keinen mathematischen Punkt gibt, aber wenn die Fläche so klein ist, dass wir nicht mehr finden, dass das jetzt eine Fläche ist, dann ist quasi ein Punkt scharf für uns. Aus einem Betrachtungsabstand von 30 cm ist das also eine Fläche, die kleiner ist als ein Zehntel Millimeter oder gleich ein Zehntel Millimeter. Das ist schon sehr klein. Gut, warum ist das wichtig? Weil wir nachher nicht wissen, wie groß wir vergrößern werden. Aber ich erkläre euch jetzt erstmal, wie das funktioniert mit der Schärfe. Wir haben hier wieder eine Linse, Strahlen kommen aus dem Unendlichen und treffen sich hier quasi im Brennpunkt. Und hier ist dieser Punkt dann wieder scharf dargestellt, in der Brennweite sozusagen. Also in dem Fall ist die Schärfenebene gleich der Brennweite bei Unendlich. Gut, bei 1:1 sieht der Strahlengang komplett anders aus. Und zwar hier ist der Gegenstand, den ihr fotografieren wollt. Hier ist euer Objektiv und hier wird er hier erst wieder scharf dargestellt. Eben waren wir hier in dem Bereich, jetzt sind wir hier. Und zwar ist das bei 1:1 genau in der doppelten Brennweite. Das heißt, wenn ihr bei 1:1 fotografiert, müsst ihr scharf stellen und der Abstand von eurem Hauptpunkt zur Schärfeebene ist genau die doppelte Brennweite. So, das heißt, wenn ihr euch jetzt mal beide, wenn wir mal beide Zeichnungen übereinander legen, ist klar, hier müssen wir scharf stellen bei unendlich und hier müssen wir scharf stellen bei 1:1. Wenn wir also hier scharf gestellt haben, kann es hier nicht scharf sein. Und umgekehrt, wenn wir hier scharf gestellt haben,
kann es hier nicht scharf sein. Das sieht man hier prima, wenn wir hier bei 1:1 fotografieren, dann ist hier, wo eigentlich im Unendlichen ein Punkt scharf wäre, dieser Punkt kein scharfer Punkt, sondern wird dargestellt hier als großer, unscharfer Kreis. Man spricht dort von einem Unschärfekreis und der ist hier sehr groß. Wenn wir jetzt abblenden, passiert Folgendes. Diese Strahlen, die spielen überhaupt nicht mehr mit. Hier oben die Randstrahlen sind nicht mehr dabei. Und dieser Unschärfekreis wird dementsprechend kleiner. Wir haben immer noch auf hier scharf gestellt, auf 1:1. Und im Unendlichen werden die Unschärfekreise jetzt deutlich kleiner und schärfer. Wenn wir weiter abblenden würden, würden die noch schärfer werden. Okay? Umgekehrt natürlich auch, wenn wir bei unendlich scharf gestellt haben, ist der Unschärfekreis hier bei 1:1 sehr groß. Und auch hier wieder dasselbe, wenn wir abblenden, spielen diese Strahlen wieder keine Rolle, sind weg, aus dem Spiel genommen und der Unschärfekreis wird hier auch kleiner und schärfer. Das ist also jetzt klar, das wird nicht wirklich scharf, sondern das ist Pseudoschärfe, wo ja nur die Unschärfekreise kleiner werden und irgendwann sind sie so klein, dass man sagen kann, ja, aus einem Betrachtungsabstand von 30 cm ist die Fläche jetzt kleiner als ein Zehntel Millimeter, damit für uns scharf. Aber, und jetzt kommt das große Aber, woher wissen wir, wie groß wir vergrößern wollen, wenn wir nachher riesengroße Vergrößerungen machen wollen oder uns noch reinzoomen wollen, dann sehen wir, dass es nicht scharf ist, sondern haben diese Unschärfen wieder mit vergrößert. Die vorher scharf aussahen, werden wieder durch die Vergrößerung zu kleinen Flächen und unscharf. Okay? Deshalb auch vorsichtig bei diesen Apps. Ich habe hier mal eine rausgesucht. Die findet ihr im Internet unter fotopilz.com. Wir haben den Link unten für euch. Und das ist schon ganz praktisch, weil da gebt ihr dann ein, Kamera. Die müsst ihr deshalb eingeben, weil die das Filmformat wissen müssen. Okay? Nachdem die davon ausgehen, viele Fotografen kennen ihr Filmformat gar nicht. Die halten euch für etwas, wie soll ich sagen, dass ihr euch nicht auskennt. Also nachdem ihr das nicht wisst oder sie nicht wissen, gebt ihr einfach die Kameratype ein und dann wissen die, das ist das und das Filmformat. Davon ist es nämlich abhängig, auch wie groß die Vergrößerung gerechnet werden muss nachher. Das heißt, je kleiner euer Sensor ist, desto heikler ist das mit der Schärfe. Je größer der Sensor, desto ein bisschen mehr Spielraum habt ihr. Dann müsst ihr eingeben die Millimeter, die Blende, die ihr haben wollt und den Abstand. Ich habe hier mal eingegeben 200 mm bei Blende 16, 5 Meter Abstand. Und jetzt rechnen die euch aus. Wenn du das eingestellt hast, hast du nach vorne 4,73 Meter und nach hinten 5,31 Meter. Bis dahin ist scharf. So, hier haben sie jetzt unten netterweise angegeben, dass das für eine Vergrößerung von 20 x 25 cm bei dem Betrachtungsabstand gilt. Okay? Das ist schon mal ein netter Verweis, das lesen die meisten Leute nicht, deshalb wissen sie das nicht. Ihr müsst also wirklich aufpassen, wenn ihr größer vergrößern wollt, dann ist das zu wenig. Dann müsst ihr entweder noch mehr abblenden oder müsst davon ausgehen, so großen Schärfenraum habt ihr nicht. Okay? Aber ihr seht hier auch, nach vorne hätten wir 27 cm Schärfegewinn, nach hinten 31 cm. Das heißt, nach hinten nimmt die Schärfe etwas schneller zu als nach vorne. Depth of Field ist hier auch angegeben, deshalb heißt es auch DOF, D-O-F. Depth of Field, das ist die Schärfentiefe, in dem Fall wären das 58 cm. Ja, und das sind gute Anhaltspunkte, dann wisst ihr wenigstens, bis da und da nach vorne und nach hinten sind meine Unschärfekreise gleich groß. Ob es reicht, wirklich ist dahingestellt. Hängt, wie gesagt, davon ab, wie groß ihr vergrößern wollt. Fein, dann hoffe ich, ist das auch klar geworden. Und dann werde ich euch noch jetzt eine Zeichnung hier zeigen am Laptop, wo ich die Strahlengänge mal übereinander gelegt habe von unendlich und 1:1. Und hier sieht man, dass in dem Bereich liegt alles relativ dicht zusammen. Und hier bei 1:1 ist alles schon ganz schön weit auseinander. Und wenn ihr jetzt noch dichter rangehen würdet in den Makrobereich, dann kämt ihr hier hin und die Zerstreuungskreise, der Unterschied zwischen den Zerstreuungskreisen wird sehr, sehr groß. Das heißt, nach hinten hin habt ihr deutlich mehr Schärfentiefengewinn als nach vorne.
So, ich hoffe, das ist klar geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Falls euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. falls es noch Fragen gibt, schreibt es in die Kommentare und wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne einen Daumen hoch da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute derweil und ich freue mich schon. Tschüss.